Vor manch 100 Jahren hat es in Lyss eine Mühle gegeben, die mit einem Fluch belegt war. Einmal im Jahr hat der Müller Besuch bekommen vom schwarzen Zünder. Er ist mit einem Sechsspänner vorgefahren und auf dem Wagen hat er schwere Säcke, wo die Müllers Gesellen in die Mühle gedreht haben. Der schwarze Zünder hat die Tür von innen beschlossen und der Müller und seine Gesellen haben 7 Tage lang keinen Fuss dürfen in die Mühle setzen. Die Lysser hatten eine Woche lang kein Brot mehr gehabt, weil der schwarze Zünder alles Mehl, das er gemacht hat, in Lysbach geschossen hat. Nach 7 Tagen haben die Müllers Gesellen die 6 Rosse wieder eingespannt und der schwarze Zünder ist davon gefahren. So startet die Geschichte von Achim Parter zum Relief Mühlegeist. Eine dramatische Geschichte, weiss Lucy aus der 4. Klasse Herrengasse, die sich mit dieser Legende auseinandergesetzt hat. Also in der richtigen Geschichte hat er Leute, die in die Mühle kamen, aber nicht hätten dürfen wegen dem schwarzen Zünder, hat er in den Sack gesperrt. Und dann haben die Lehrer, die Eltern der Kinder zu Hause gesagt, das ist aber eine gefürchtige Geschichte. Wollt ihr das wirklich machen? Da sterben Leute, werden Knochen gemahlen, so ein bisschen wie Krabat eigentlich. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und musste das ein bisschen anpassen. Und dann haben wir eigentlich mit den Schülern zusammen die Geschichte ein bisschen umgestellt. Also es kommt der schwarze Zünder vor, der ist böse und wir wollen ihn vertreiben. Und dann tun wir noch so stampfen und so Sachen machen, dass wir dann jubeln und den schwarzen Zünder haben wir vertrieben. Die erste Hälfte ist fast im Original, aber mit einem Chor dazwischen. Vor manch 100 Jahren hat es in Lyss eine Mühle gegeben, die mit einem Fluch belegt ist. Mit einem Fluch! Nach 7 Tagen haben die Mühle die 6 Rosse wieder eingespannt. Der schwarze Zünder ist vorgefahren. Der Vogt, er ist der Vogt! Und alle spielen quasi alle. Alle sind Gesellen, alle sind Müller. Und es gibt nur so 2, 3, aber auch nicht Hauptrollen, aber welche, die noch mehr zu sagen haben. Und die Geschichte wird bis zur Hälfte erzählt und dann gehen sie zur Mühle, um rauszufinden, was da eigentlich passiert. Und da drin ist, man weiß eigentlich gar nicht genau, was das ist. Es ist ein Geheimnis und es bleibt auch ein Geheimnis. Und das führt, es bleibt auch ein Geheimnis, aber es wird so mit akustischen Elementen gearbeitet. Und am Ende gibt es ein Fest und Musik und was gehört zu einem Fest noch dazu? Sogar Pizza. Der Zünder ist besiegt, es gibt wieder Teig, die Mühle läuft, Mehl, alles da. Die Geschichte von Achim Parter ist also in leicht abgewandelter Form zu einem kurzen Theaterstück entwickelt worden, das rund um die Kulturmühle Lyss spielt. Sie nämlich ist es, die zum 5. Mal ein Projekt lanciert hat unter dem Motto «Kunstschule Lyss». Die 4. Klasse Herrengasse von Jürg Koller hat zusammen mit der Regisseurin Marion Rothaar diesen Auftrag, aber auch die Chance übernommen. Wir haben ja letztes Jahr angefangen. Wie wir wissen, ist die Corona-Pandemie dazwischen gekommen. Und die Vorgabe war eigentlich locker. Es ging um den Mühlegeist. Das ist die, ich dachte, es wäre eine Sage, aber es ist eine erfundene Geschichte von dem Herrn Parter. Und dann hatten wir das letztes Jahr angefangen. Wir haben uns einmal hier getroffen und die haben auch die Geschichte in der Schule gelesen. Und dann ist die Unterbrechung gekommen. Nach der Sommerferie 2021 hat der Jürg Koller an der Klasse verkündet, dass man den Probebetrieb wieder aufnimmt für die Uraufführung am 27. November 2021. Ich habe es cool gefunden, weil ich Theater schon immer cool gefunden und habe es auch als Freifach und ich habe mich sehr gefreut. Da bin ich überrascht, dass wir das machen und mit unsere Klasse wird sicher noch viel kühler als nur mit jeder Person. Und jetzt haben wir das schon vielmal geübt und jetzt können wir schon gut. Wir probieren das Ganze zu machen und nachher, wenn es alles gut kommt, können wir dann nachher das machen. Wir haben Kostüme anprobiert, wir haben mit einem Musiker ein Lied ausgesucht. Dann haben wir noch so andere Sachen gemacht. Im Prozess selber, es ist einfach, dass man halt alles 10-mal sagen muss, dass am Ende der Probe die Stimme weg ist. Aber es gibt auch viel Freude und es bringt viel Energie zurück von den Kindern.
Manchmal sind sie etwas anstrengend und machen irgendetwas und manchmal sind sie gut. Ich bin natürlich von Natur aus auch ein Chaot. Insofern kenne ich das. Man muss mehr Struktur mitbringen und da bin ich sehr froh, dass da auch ein Lehrer dabei ist und der macht das super, der Jörg Kohler, der hat auch Erfahrung, seine Frau ist Theaterpädagogin und wir haben das zusammen eigentlich entwickelt auch. Und dann habe ich noch einen Joker dabei, das ist ein Musiker aus Biel, der mit allen möglichen Altersschichten arbeiten kann und der hat die Kinder gleich um den Finger gewickelt und die tanzen am Ende zu einem sehr unterschwelligen Lied, was sehr einfach zu lernen ist, was aber viel Spaß macht. Eigentlich hatten wir dann am Mittag Schule, aber Herr Kohler hat gesagt, wir gehen zur Mülli und das wieder üben. Aber ich bin auch nicht Schauspielerin geworden, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe mir als Kind im Leistungssport schon oft genug sagen lassen, was ich zu tun hätte. Und habe dann gedacht, nee, ich nehme die andere Seite ein und bin aber jetzt auch nicht der Regietyp, der sagt, du machst das und das, sondern wir entwickeln das oft zusammen. Auch beim Profi-Team ist es so, dass ich gucke, was sind das für Leute und was haben die zu sagen. Und dann hat man zwar ein Stück in der Hand, aber es entsteht dann doch mit den Leuten, die am Ball sind. Marianne Rothaar ist 48-jährig und kommt aus Zweibrücken in Deutschland. 1988 hat sie als 16-Jährige an den Olympischen Spielen in Seoul teilgenommen, in rhythmischer Gymnastik. Heute arbeitet sie als Regisseurin und in verschiedenen Theaterprojekten. Ihre Kindheitserfahrungen aus dem äußerst strengen Sporttraining prägen die Theaterpädagogin. Ich glaube, ich versuche genau das Gegenteil zu machen. manchmal könnte ich mir selber wünschen, dass ich mehr Strenge hätte, aber ich finde eben, Druck und Leistung ist ja nicht das, wofür Kunst steht. Das ist ja genau das Gegenteil und es hat viel mit Freude zu tun. Und wenn ich jetzt hier als Künstlerin herkomme und denen irgendwie keine Laune und Spaß bereite, dann denken die, Kunst ist ja doof, will ich gar nicht. Und ich denke, wenn man im Schulprozess eingreift und irgendwie einfach vorlebt, wie schön das sein kann, Kunst zu produzieren, ob das bildende Kunst ist, darstellende oder Musik, dann kommen die Kinder auch auf bessere Ideen. Und wir wissen ja, oder es ist eine Behauptung, die im Raum steht, dass die musischen Fächer in der Schule sehr wichtig sind und dass man die ruhig mehr betonen sollte und auch die Freiheit, die sie einem geben. Und wenn man Talente und Leidenschaften in sich entdeckt, dann ist das das Schönste, was einem passieren kann. Trotzdem, wieder und wieder die gleichen Stellenproben, die Konzentration und die Motivation zu behalten, ist nicht immer einfach für die 9- und 10-Jährigen. Es gilt, genaue Abläufe einzuhalten, auf Stichworte das Richtige zu tun und dann auch noch den einen oder anderen Text auswendig können. Ich muss nicht so viel, ich bin Lichtmann und ich muss nur Lichter kennen müssen. Am Mülligeist auf der Spur. So heisst die Stationen-Performance von Klasse 4K, die am 27. November um 6 Uhr öffentlich aufgeführt wird auf dem Mülliplatz in Lies. Weil wir dann eine Theateraufführung haben und dann richtig vorführen können, auch vor richtigem Publikum. Und was erwartest du? Dass es cool wird und dass man sich dann freut und dass alle dann Spass und Freude haben. Dass wir es machen können und nicht verschieben. Was erwartest du sonst noch? Dass alle Eltern Spass haben und dass sie es cool finden. Ich bin gar nicht nervös, ich bin sogar glücklich, dass es passiert. Was erwartest du? Dass wir alle sehr, sehr viel Spass haben. Kunstschule Lies 2021. Das mal also mit etwas geistig Flüchtigem, das nur in den Erinnerungen wird bleiben. Aber ein weiteres Mal zeigt, was Kinder gemeinsam mit Profis auf die Beine stellen können. Und für die Lou ist sowieso schon klar. Ich werde bereit fürs Nächste.